Stell dir vor, du hättest plötzlich Lust, Führerscheine zu sammeln, aber nicht nur diese für den Straßenverkehr, sondern halt alle möglichen, als wären das... Ey, das ist geil. Das kann ich richtig verstehen. Pfadfinderabzeichen oder so. Was würde dich der Spaß dann eigentlich kosten? Der Easy-Mode... Alle Führerscheine? Chat, was glaubt ihr, würden alle Führerscheine kosten? Ich sag ehrlich, Flugschein 8000, Führerscheine alle zusammen... Boah, Digga. 25k, 30k... Ja, da sind wir schon mal bei einer guten Hausnummer. Ich sag ehrlich, 40.000, glaube ich, vielleicht 5. Ich sag 70k, Digga. 70. Ich geh in den 70er. Für den Geldbeutel wäre tatsächlich der Gabelstaplerschein. Für ca. 280 Euro hast du den Lappen, um die Lizenz Dinge super hochheben zu dürfen. Eben. Wenn du doch eher irgendwas mit Wasser machen möchtest, dann gönn dir einen Sportbootführerschein. Ein Bootslappen für alles, was nicht auf Meer ist, sondern eher so auf Flüssen und Seen, kostet dich zwischen 300 und 600 Euro. Und wenn du mit deinem Bootschein aufs Meer möchtest, dann gibst du ungefähr genauso viel nochmal aus. Wenn du in deiner Sammlung einen Busführerschein brauchst, dann haut's ein bisschen Dollar rein. Zwischen 4.000 und 5.000 Euro kannst du für das Ding droppen, wenn du es privat machen willst. Einen sogenannten Triebfahrzeugführerschein, das ist ein Lappen, um Züge fahren zu dürfen, kostet dich etwa 20.000 Euro, wenn du das auch irgendwie privat schaffst zu machen. Wenn du beschließt, die großen Pötte mit Menschen in Zeit zu fliegen, oh nein, die habe ich natürlich nicht mitbedacht. Dann wären wir bestimmt schon bei 300.000 bis 400.000. Kostet dich das Abzeichen würzige 50.000 Euro. Und um dieses sehr, sehr informative Video irgendwie absurd abzuschließen, die Ausbildung zum Eurofighter-Piloten würde dich mit 5 Millionen Euro vom Planeten hebeln. Aber ich glaube nicht, dass du den irgendwie aus eigener Tasche bezahlst. 5 Millionen Euro für einen verdammten Führerschein? Alter? Yo? Was geht ab? Ey, Mann, ich will kurz einen Jet fliegen. Das macht einmal 5 Millionen. Yo? Also, ich denke mal, die Ausbildung ist so teuer. Ich vergleiche das schlechteste Essen bei KFC mit dem besten Essen dort. Wir starten bei... Yo, KFC ist immer geil. Gibt kein schlechtes Essen, sage ich. Im ersten. Ihr glaubt nie, wie viel das gekostet hat. Die Geschmacks- und Preisunterschiede erfahrt ihr am Ende. Ich hätte gerne das schlechteste Essen. Yo. Was wird so am wenigsten verkauft bei euch? Dann würde ich das nehmen. Crispies und Hot Wings? Also wartete ich auf mein Essen. Als ich mein Essen bekam, stürmte ich sofort aus dem Laden. Jetzt geht's zum anderen. Die Bahnfahrt war speziell. Das war auch meine letzte Bahnfahrt. Dann betrat ich den KFC. Es ist echt sehr geräumig hier. Ich hätte gerne das beliebteste hier. Was wird hier so am meisten bestellt? Ich würde gerne etwas anbieten. Vielleicht 12 Hot Wings und 10 Crispies. Ja, das wäre richtig cool. Also wartete ich auf mein Essen hier. Yo, das ist ja das gleiche in grün. Vielen Dank, ne? Ey, stopp mal. KFC geiler als Döner? Das hast du nicht geschrieben, ne? Das ist bodenlos. Ich lieb KFC. Ich könnte mich reinlegen in diesen Laden. Aber Digga, du kannst nicht sagen, dass KFC besser ist als ein Döner. Döner ist alles, also das ist die oberste Nahrungskette von Nahrungsmitteln. Guck, der Chat roastet dich jetzt, sorry. Ey Leute, nein, Döner ist viel geiler. Bro, so ein fettes Dönerbrot oder so eine geile Dönerbox mit Dönerfleisch, Digga, das ist unkompliziert und schmeckt einfach geil. Jetzt muss ich mir nur noch einen Platz in der oberen Etage suchen. Hier ist auch echt viel Platz. Vor dem Essen immer die Hände waschen. Jetzt geht's aber zur Verkostung. Dann wollen wir mal. Wir starten mit den Crispies vom ersten Laden. Was sehen meine Augen da? Wie sieht das bitte aus? Okay, weiß ich jetzt nicht. Ist natürlich auch kalt geworden. Ich nahm also einen Bissen. Nicht so stark gewürzt, so langweilig irgendwie. 2 von 5. Jetzt die Hot Wings von diesem Laden. Bei dem Gesicht wisst ihr, was jetzt kommt. Und zwar dein Abo, damit du auch gutes Essen kriegst. 5 Sterne. Jo, aber woran macht er das fest? Sein Gesicht, Digga, wenn er KFC ist. Dum, dum, dararam, dum, wenn man trotz Handyverbot am Handy ist, kenn ich nicht. Ey, jetzt reicht's mir. Sag mal, die Kackfresse will mich doch komplett verarschen, oder? So, du Spargeltarzan, kannst du mir vielleicht erklären, warum... Ja, natürlich liebst du. Ach Mann, Mama, ich bin gerade fast eingenickt. Was willst du denn? Die Schule war so anstrengend. Hallo, du Arschkuh. Ich war gerade kurz davor zu schlafen. Weswegen hast du mich denn jetzt gestört? Kannst du halten und zuhören. Also, noch einmal so frech. Ich nehme das PlayStation-Kabel von hinten, zieh es von der PlayStation ab und lass dich damit aus dem Fenster baumeln. Ja, ich bastel dich da schon irgendwie ran. Yo. Zweite Sache. Kann das sein, dass du heimlich Handyspiele gespielt hast? Hä, nein. Wie kommst du denn darauf, Mama? Ich habe doch Handyverbot. Wieso sollte ich dann Handy spielen? Das geht doch gar nicht. Thema Handyverbot. Ich dachte auch, dass du weißt, dass du Handyverbot hast. Gerade hattest du 2 Wochen noch, jetzt hast du 5. Also, mein Lieber, das nächste Mal, wenn du dein zweites Handy aus dem Schrank kramst, da deine Spiele installierst und heimlich in dein Bett Daddeli-Doo machst und deine Handyspiele spielst, sei dir sicher, dass ich nicht mit der Box verbunden bin, beziehungsweise du mit deinem scheiß Handy mit der Box verbunden bist, du scheiß Eierkopf, 5 Wochen!
Ja, das ist halt RIP, ne? Oh, ich hasse diese Leute. Excuse me? Thank you. Okay, Digga, das war random. Hey, Opa. Du schon wieder. Hast du das Geld schon ausgegeben? Was? Enkeltrick im Jahr 2073. Das Geld? Ich war ewig nicht mehr... Nee, oder? Bist du auf den Enkeltrick reingefallen? Nein, also ich bin ja nicht dumm. Du warst ja gerade physisch da, also... Oh, nee, Opa. Das war offensichtlich ein identischer Klon von mir. Das ist ja der einfachste Trick heutzutage. Was? Aber wir haben über Sachen geredet, die nur wir zwei wissen können. Denk ein bisschen mit. Der hat mein aktuelles Gedächtnis runtergeladen. Das ist ja eine Kindergarten. Jo! Wie hätte ich das merken sollen? Bisschen Menschenverstand anwenden. Also nur weil jemand aussieht wie ich, redet wie ich, riecht wie ich, alle meine Dokumente und Erinnerungen hat, muss es nicht ich sein. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Das ist halt komplett einfach. Was soll ich denn? Wie viel Geld war es denn? 1000 Euro. Entschuldigung, ich rechne immer noch in Euro. 7000 chinesische Yuan. Oh Mann, und ich brauche tatsächlich gerade auch 7000 für die Steuer. Was? Das Finanzamt schickt die immer noch per Post? Ja, alle Ämter in Deutschland. Okay, kein Problem. Ich schick dir nochmal 7000 Yuan. Ah, danke dir. Ich gehe es auch direkt zahlen gleich, weil da muss man noch physisch hin und Dokumente ausfüllen und so. Alles klar, mach's gut. Bis bald. Wurde einfach wieder verarscht, oder? Ich bin's. Ich bei unseren Vätern ab. Ich weiß ja nicht, ob das nur mein Vater macht, aber wenn der morgens aufsteht, sprintet der erstmal ins Badezimmer. Digga, und ich weiß nicht, was die dann da machen. Aber ich glaube, die lassen da ihrem inneren Dämon freien Lauf. Ey, das kennt aber wirklich jeder, der einen Vater hat. Bruder, was geht ab? Papa! So schlimm. Alles gut? Brauchst du Hilfe? Ist es schon soweit? Digga, die husten sich da die Seele aus dem Leib. Aber irgendwie ist bei Vätern generell alles lauter. Habt ihr mal euren Vater niesen gehört? Guck mal. Junge, da, ich sag schon jetzt, bevor ich das sehe, meine Mom niest so. Mein, Digga, mein Opa zum Beispiel oder mein Stiefvater. Und du so. Yo! Yo, was ist passiert, Digga? Es war wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm. Ey, und du hängst da und dann kommt da aber noch einer hinterher, ne? Und es vibriert schon auf der Couch, Digga, wo du mit deinem Vater gerade sitzt. Das ist so meine Mutter. Ja. Das bin so ich. Digga, und dann kommt mein Vater, Junge. Oh nein. Digga, die niesen auf einem ganz anderen Level. Aber manchmal gibt's auch so richtig random Momente, wenn mein Vater zum Beispiel in mein Zimmer kommt. Normalerweise klopft man an. Kann ich was für dich tun? Nein, nein? Okay. Brauchst du was oder... Okay, nee, klar. Digga, aber auch so geil, wenn mein Vater schnarcht. Du hörst den einfach durch 20 Türen durch. Auch der Klassiker, aber so einer werde ich später leider auch. Ich schnarch auch richtig laut, Mann. Mythen aus der Kindheit, wahr oder falsch? Das ist ein geiles Video zum Abschluss. Hör auf mit diesem Kaugummi-Schlucken, du kriegst noch Bauchschmerzen. Ey, meine Oma immer, ne? Wenn du Kaugummi verschluckst, dann klebt dir dein Bauch zu. Und ich so, was? Echt jetzt? Ja. Und dann habe ich einfach kein Kaugummi runtergeschluckt. Tatsächlich passieren kann, aber nur... Sage ich auch immer zu den Kids. Ja, aber guck mal, das ist jetzt auch so ein Ding. Warum machst du das? Das ist so eine Angst. Warum macht man das? Also ich verstehe das nicht. Jetzt wirklich. Warum sagt man seinen Kids sowas? Das ist eine Lüge. Die denken sich so, ja, da ist irgendwas Schlimmes und man verursacht eine Angst dadurch. Ach, das darf man nicht doch, natürlich. Kaugummi besteht aus einfach ganz normalen Bestandteilen. Natürlich kannst du das einfach runterschlucken. Dann geht deine Speiseröhre zu. Müll. Meine Oma sagt das auch, Digga, das ist einfach ein Humbug. Ich habe schon in meinem Leben, Digga, 50 Millionen Kaugummis runtergeschluckt, Alter. Mach ich immer. Meine Mutter so, mein Po klebt zusammen. Am besten nur noch flüssig ernähren, dann kann auch nichts schief gehen. Ja, eben. So ist das, ne? Ist ja so. Nur wenn du das täglich wirklich mehrmals machst. Ab und zu mal ein... Wenn du es täglich mehrmals machst, sagt er. Verschlucken ist völlig unbedenklich. Zumal zu vieles Kaugummi kauen eh abführend wirkt. Du bist erst... So, es wirkt abführend. So, das ist was anderes. Aber das Kaugummi halt runterzuschlucken, dass man ein Kaugummi natürlich nicht so wie Kekse isst oder so, sich da richtig reinschaufelt, das ist ja wohl klar. Jetzt, wenn du jetzt Krafttraining machst, wächst du nicht mehr. Kindersport, auch so eine Sache. So... Kinder dürfen keinen Sport machen. Ich wollte mit 14 ins Fitnessstudio und meine Mom so, nee, das wäre gar nicht gut.
Und ich so, jo, warum? Nein, das ist ein Mythos. Neuere Studien zeigen, dass altersgerechtes Krafttraining bei Jugendlichen keinerlei... Altersgerechtes Krafttraining, das heißt, nicht übertreiben? ...bei Auswirkungen auf das Wachstum hat. Früh mit Sport anzufangen ist immer besser, als früh übergewichtig zu werden. Ah, für ihn einmal bitte ohne Zucker. Ja, das macht ihn immer so ein bisschen hyperaktiv. Nein, auch das stimmt nicht. Studien zeigen keinen Zusammenhang zwischen Zucker und aufgedrehtem Verhalten und führen den Grund meist auf die Situation zurück, in der übermäßig Zucker konsumiert wurde. Trotzdem ist zu viel Zucker ungesund. Oh, also das ist, wie gesagt, es gibt echt sehr viele Mythen, die mittlerweile widerlegt sind. Ne? Als Elternteil muss man echt immer mit sowas aufpassen. Das ist aber halt auch so ein Ding, Leute. Ich habe halt so schon so oft gesagt, wenn ich irgendwann Papa bin, ich habe eine ganz, ganz große Spinnenangst, dann werde ich den Teufel tun, wenn meine Kinder bei mir sind, dass ich Angst vor einer Spinne habe. Weil ganz ehrlich, ich habe nur Angst vor einer Spinne, weil meine Oma so eine Vollflöte war und richtig Angst vor Spinnen hatte. Die hatte so eine Phobie und die hat sie halt nie angegangen. Und ich habe jetzt halt schon, ich habe schon kleine Spinnen an die Hand genommen. Ich bringe die Spinne auch mittlerweile schon immer alle raus. Das ist so, wisst ihr, man hat Angst vor was, nur weil die Eltern Angst haben. Jawohl, mein Sohn ist doch mehr wert als ein Kartoffelsack. Sohnemann, ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Du bist. Wenn deine Mutter hört, dass du Influencer bist. Ist reich. Guckst jetzt so, du Pflaumenfresse. Spreche ich Spanisch oder wie? Warum ich so bescheuert gucke, du Haushaltshexe? Ganz einfach, weil ich bis jetzt nicht mal wusste, dass ich Millionär bin. Ja, auf welchem Konto liegt denn das Geld? Wäre gut zu wissen. Kann ich mich endlich verpissen? Schnauze halten, Ohrenspitzen. Hier steht, schwarz auf weiß, Influencer werden reich durch Kooperation. Also wenn du da deine Scheiße im Internet bewirbst. Ah, ach so, jetzt verstehe ich, weil ich meine Produktwerbung mache, die 8000 Leute sehen. Denkst du auch, dass das so hier abläuft, ne? Echt guter TikTok-Kanal. Wir wollen mit ihnen zusammenarbeiten. Wie geil, okay. Ja, aber dafür will ich Geld haben. Wie viel Geld können Sie mir geben? Nichts im Leben ist geschenkt. Wie viel geben Sie? Naja, Sie haben ja schon 20.000 Follower. Wir können Ihnen 500 Euro anbieten. 1.000. 500.000 Euro. Hören Sie zu, Mr. Businessman, Mr. Pfannkuchenfresse. Entweder Sie zahlen mir 500.000 Euro oder meine schönen Hände werden Ihr Drecksprodukt nicht vermarkten. 500.000 Euro, Deal oder nicht? Okay, ja, klingt logisch. Wissen Sie was? Halbe Million, Deal. Ja, du denkst wirklich, dass das genauso abläuft, ne? Genauso. So läuft's halt nicht ab. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber... Die meisten Anfragen, die ich bekomme, sind Scam oder irgendwelche, die mir so 300 Euro anbieten. Und Digga, mit meiner Reichweite auf YouTube, da verlangt man mal eben so das 20-fache, vielleicht auch das 30-fache. Man bekommt für eine Kooperation bestimmt, wenn man, ich sag mal so, man kann so rechnen, so 1000 Aufrufe sind so 40 bis 50 Euro in Deutschland. Weil halt die deutsche CPM auch generell lecker Schmecker ist. Und ja, was die halt bieten, ist meistens so 10, 15 Euro, das ist nicht mal... Dein Kanal ist so 20.000 wert. Ich würde eher sagen, dass meine YouTube-Kanäle eher so 2 bis 5 Millionen wert sind, mein Lieber. So eher so in dem Bereich aktuell. Ja, aber ich nehme halt auch nie welche an. Genau aus dem Grund. Weil es halt einfach zu wenig ist. Und wenn dann mal was kommt... Jetzt, Leute, ne, ihr könnt euch vorstellen, Idealo, ich habe eine Partnerschaft für das ganze Jahr. Das hat ordentlich reingeklingelt. Aber das ist auch ein schöner Partner. Da stimmt dir das von beiden Seiten so. Das ist halt sehr, sehr angenehm mit denen. Und ja, da gucken wir mal. Razer hat sich jetzt auch bei mir gemeldet und machen wir jetzt tatsächlich auch. Ja, also mein Kanalwert ist 2 bis 5 Millionen so. Alle meine Kanäle zusammen, würde ich jetzt mal so schätzen. Aus unternehmerischer, einfach so Schätzungssicht. Aber Leute, Wert und tatsächlicher Wert, das ist immer so ein bisschen, wer würde dafür 2 bis 5 Millionen bezahlen? Wahrscheinlich kein Mensch. Ne? Deswegen, für den anderen ist der Kanal auch einfach nur gar nichts wert. Deswegen. Ich habe noch Fladenbrot herumliegen, das bald hart wird. Und irgendwie vermisse ich Mexiko. Wir machen uns Quesadillas. Wir nehmen uns Tomaten, nein! Zwiebel, Knoblauch und Paprika. Das ist geil! Schneiden alles in grobe Stücke. Oh, das sieht schon, oh Mann, Quesadilla, richtig geil. Geben alles in eine Auflaufform, Olivenöl und ab in den Ofen. 30 Minuten bei 190 Grad. Zu dem Gemüse kommt eine getrocknete Chili und Chili-Pulver. Mixen. Riecht scharf und schmeckt scharf. Geben unsere klein geschnittene Hähnchenbrust in eine Schüssel, würzen mit Salz, Paprikapulver und Chili-Pulver. Braten das Hähnchen. Geil. Schneiden es klein, nehmen unser Fladenbrot, darauf kommt unser Knoblauch. Geben es in unsere Pfanne. Darauf kommt Mozzarella, unser Hähnchen, Teil unserer Soße. Oh Junge, ich habe so Hunger, Mann. Fladenbrot, vorsichtig wenden. Quesadilla. Bisschen Limettensaft.
Oh, warst du in Mexiko. Gemein. Hab das noch nie probiert, ist das geil? Ey, wenn du, also ich sag mal so, was du noch nicht probiert hast, mein Lieber, solltest du definitiv probieren. Alles, was du, selbst wenn du denkst, es ist eklig, probier es. Ich hab mal letztens Austern probiert, die waren echt eklig. Aber ich wusste eigentlich auch, dass die eklig sind, aber ich musste es halt probieren, um das sagen zu können. Und ich sag, die Quesadilla, Digga, oh, die werden heftig. Digga, Marvin, TSP, ne? Hey, was geht, Bro? Was geht, Bro? Wieso trägst du eine Brille? Ey, du hast nicht mal schlechte Augen. Ist doch egal, Bro, eine Brille macht zu viel aus, Digga. Ich lebe ein anderes Leben, seitdem ich eine Brille trage. Die Leute sehen mich einfach mit anderen Augen. Marvin, Ruhe, es reicht! Hä? Aber Alex hat doch gerade geredet. Es kann nicht sein, dass für Alex den vorbildlichen Musterschüler neben dir hier mit deinem Gerede runterzieht. Nein, ich hab echt nichts gemacht. Nein, aber raus mit dir, also wirklich. Ein 20 Jahre meines Lehrertags, ja. Hab ich noch nie einen so vorbildlichen Schüler wie dich gesehen, Marvin, also wirklich. Und Alex, dein Verhalten wird ein Nachspiel haben. Ja, wir werden uns nach der Stunde unterhalten. Was? Das klappt ja wirklich. Kann ich jetzt einfach gehen? Alex, setz dich! Für dich ist die Stunde erst zu Ende, wenn ich es sage, ja? Marvin, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke, dass du da bist. Ey, die Brille ist der Hammer! Ohne Spaß! Der ultimative Test. Guten Tag, wie geht es ja, Ihnen? Also, guten Tag! Ist ja wirklich nett, dass Sie fragen. Aber von so einem vorblichen, netten und adretten Mann wie Ihnen hätte ich wirklich nichts anderes erwartet. Sie sind wirklich ein dreckiger N***! Das macht er halt immer, ne? Ja, ja, wir wissen alle, was er gesagt hat. Digga, ich wäre direkt auf Twitch gebannt gewesen, wenn das... Ich produziere einen Song, weil ihr es wolltet. Weil meine Stimme aber nicht schön genug ist, braucht es eine zweite. Meine Mutter. Nachdem Roman die Melodie gemacht hat und Heiko den Text geschrieben hat, war mir... Hä? Ich mache einen Song? Heiko macht den Text, der macht das andere und seine Mutter singt. Yo. Ist das, darf man denn noch sagen, dass man einen Song macht? Bereit für den ultimativen Muttersöhnchen-Song und es ging in die Aufnahme. Muttersöhnchen! Mach mal nicht Mädchensöhnchen! Alles klar, Roman, ich mach's nochmal neu. Und dann hieß es... Roman ist in der Zauberschule. Am Ende des Tages hatten wir einen fertigen Song und das war unsere Reaktion da drauf. Hey, ist überkrass, geht voll ins Ohr auch. Macht ja, oder? Bock, find's übergeil. Problem, ein Produzent ist sehr, sehr teuer. Deshalb wird der Song erst bei 40.000 Likes veröffentlicht. Wobei der schon echt cool ist. Ja, macht er eh. Aber, also, ich sag so, wenn er den jetzt schon so macht, Digga, dann muss er aber auch krass sein. Wenn er schon sagt, ich mache einen Song, dann muss er ihn auch krass abgeliefert haben. Immer wenn der Online-Unterricht beginnt. Guten Morgen, einmal die Kameras an, traut euch. So, da fehlen aber immer noch einige mit der Kamera. Franzi und Lea haben es geschafft, was ist mit den anderen? Ey, Digga. Die Kamera an? Ey, das war ich. Das war ich. Als Online-Unterricht noch war, ne? Alter, die Corona-Zeit. Digga, da komme ich auch nicht drauf klar. Das waren Zustände, Mann. Du gehst da rein und hast keinen Bock, bis um 5 Uhr gezockt, Alter. Um 8 Uhr geht die Schule los auf der Cam und du machst den PC an, Lappi da, und dann scheiß drauf, Kamera ist heute kaputt, Mikrofon zufällig auch alles kaputt. Und ja. Mann, Alter. Ey, ich hätte zumindest für ein paar Tage, hätte ich gern mal so selber Online-Unterricht erlebt. Ich glaube, das war einfach eine wilde Zeit. Das war eine richtig wilde Zeit. Also ich glaube, die hätte Paluten sehr, sehr gut gefallen. Ups, Kamera kaputt. Immer so, Digga. Mein Mikrofon war kaputt. Die Kamera war hin. Meine Kamera ging gar nicht mehr. Was soll ich machen? Dann eine Woche lang ohne Kamera da gesessen. Dann auch mal zwischendurch. Dann auch immer so den Musterschüler gemacht. So mitgeschrieben und so getan, als wäre man voll da. Dann aber nebenbei wieder gezockt, ne? Wer kennt's nicht? Aber das war schon eine schlimme Zeit so für die Bildung. Wenn du beim Doppeldate die schlechtere hast. Okay, das ist interessant. Habe ich eigentlich die hässlichere von uns beiden? Ich finde jetzt nicht, dass deine... merkst du selber, ne? Schau mal deine an. Okay, na gut, du hast recht. Hattest du nicht gesagt, dass meine auch gut aussieht? Okay, chill mal, das Innere ist auch wichtig. Lass die einfach mal ein bisschen kennenlernen. Julia, was machst du eigentlich so hobbymäßig? Ich gehe gerne reiten. Ah, schön. Und Steffi, was machst du so hobbymäßig? Armdrücken. Armdrücken, auch ein schönes Hobby. Sie ist nicht Steffi, sie ist Stefan. Was soll ich jetzt machen? Okay, Jungs. Sie ist nicht Steffi, sie heißt Stefan. Ja, das, wenn wir das mit ist das Tilo, Digga? Ey, sieht aus wie Tilo, ich sag ehrlich. Bisschen schon. Im Essen sein lassen und einfach direkt zur Sache kommen. Direkt zur Sache? Ja, lasst uns einfach direkt... Will die Sex oder will die mich schlafen?
Ich glaube, die will uns beide schlagen. Auf drei rennen wir, okay? Okay. Eins. Renn! Julia, ich melde mich bei dir. Stefan, ciao. Hatte jemand schon mal ein Doppeldate von euch? Irgendeiner? Hatte ich schon mal ein Doppeldate? Also ein richtiges Doppeldate? So alle in Beziehung, das zählt nicht. Ich meine so richtig so ein Doppeldate, wo keiner mit jemandem zusammen war. Macht man sowas überhaupt? Wäre doch furchtbar. Nö, Digga, so ein Doppeldate ist eigentlich ganz cool. Weil es gibt Leute, die werden so mitten in Gesprächen warm. Also pass auf. Es gibt Leute, die, du nimmst halt, sag ich mal, du nimmst jemanden mit auf eine Party. Zum Beispiel mein kleiner Bruder ist so einer. Den nehme ich mit. Der ist jetzt mittlerweile ein bisschen anders, aber ich sag mal, vor so ein paar Jahren, da war das so, wenn ich den mitgenommen habe, dann saß der da und hat nichts rausgekriegt, kein Wort, gar nichts, null. Und wenn ich den dann so vorgestellt habe und so, und der ist so ein bisschen mit denen ins Gespräch gekommen, mit den Leuten, Digga, dann wurde der richtig so, dann ist der richtig aufgetaut, dann wurde der witzig, dann wusste der, was abgeht und so weiter. Und ja, ich würde dann halt sagen, bei einem Doppeldate kann einer so ein bisschen so, weißt du, ich sag jetzt mal, in dem Fall ich, hätte halt so ein bisschen das Gespräch auflockern können, weil ich sehr selbstbewusst bin und generell sehr witzig. Und dann irgendwann der andere könnte so richtig auftauen und dann ist alles halt easy. Und vorher ist ja auch schon so ein bisschen abgeklärt, ne, bei einem Doppeldate, so denke ich mal, wer an wem interessiert ist. Oder halt gar nicht, man ist halt echt nur als Support da. Das geht ja auch. Mein Bruder ist jetzt... Der wird am Freitag 24. Leute, das war's wieder mit Shorts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kuss, Kuss, Kuss. Euer Denno out.